Wir sind jetzt im dritten Vortrag dieses OpenStreetMap-Blockes und nachdem wir uns im vorigen Vortrag mit dem Hochbau beschäftigt haben, also mit den Sachen, die im Gelände stehen, werden wir uns jetzt mit den Sachen beschäftigen, mit dem Gelände selber, wie wir das in 3D rendern möchten. Und dazu nochmal dann Tobias, viel Spaß beim Vortrag. Um das klassische 3D-Thema, ja, 3D-Gebäude und Ähnliches, was wir bisher hatten, sondern ich möchte gern auch ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf lenken, was es denn in der OpenStreetMap-Datenbank schon alles an tollen Daten gibt, die man für das 3D-Rendering verwenden kann und die eben über diese klassischen 3D-Gebäude mit Simple 3D-Buildings hinausgehen. Als erstens aber ein paar einleitende Worte, ja, wie ich überhaupt dazu komme, hier über dieses Thema zu reden. Ich entwickle eigentlich schon seit Jahren einen freien 3D-Renderer, OSM2World. Das ist eine freie Software, mit der kann man OpenStreetMap-Daten nehmen und daraus ja, 3D-Landschaften in verschiedenen Formaten generieren. Diese 3D-Landschaften kann man dann exportieren in Formate wie das vorhin erwähnte OBJ-Format beispielsweise oder eben auch direkt zu Bildern rendern und dann damit Karten basteln und vieles andere. OSM2World hat eine grafische Oberfläche. Das ist eine lokal installierte Java-Anwendung, mit der man einfach OSM-Daten laden, exportieren kann. Die stellt generierte Modelle mit OpenGL dar und erlaubt theoretisch ein bisschen ja, Kamera zu navigieren, sich die Daten anzuschauen. Diese grafische Oberfläche erzeugt einem dann solche Bilder, die man sich dann auf seinem Rechner anschauen kann. Die grafische Oberfläche ist aber eigentlich nicht das zentrale Wesensmerkmal des Programms, sondern das Programm ist eigentlich mehr gedacht als ein Hilfstool, mit dem man andere tolle Sachen erstellen kann. Zum Beispiel isometrische Karten. Die offizielle Karte ist leider immer noch kaputt, das wird sich aber bald ändern. Dann kann man es auch wieder in seinem Browser direkt anschauen. Es gab auch schon Leute, die haben zum Beispiel OSM2World benutzt, um hier Rennstrecken für das Übertux-Kart zu basteln. Das heißt auch zum Beispiel für Spieleentwicklung, wenn man ja gerne mal seine Uni, seine Stadt, seine Straße irgendwo in einem Spiel importiert haben will, kann man OSM2World und damit OpenStreetMap-Daten als Ausgangspunkt nehmen. Es gab auch schon experimentelle virtuelle Realität mit OSM2World umzusetzen. Es haben Leute schicke Videos damit gebastelt und vieles mehr. Aber mein Eindruck ist immer, sowohl bei OSM2World als auch bei ja, anderen 3D-Renderern liegt der Fokus immer noch vor allem auf 3D-Gebäuden und ja, vielleicht noch ein bisschen, ja, hier ist noch ein Fluss und ein bisschen Wald im Hintergrund. Aber eigentlich gibt es ja noch so viele andere Sachen in der Welt, die man auch 3D rendern kann. Und darum soll es jetzt im Rest von diesem Vortrag gehen. 3D ist eben mehr als nur Gebäude. Den Ausgangspunkt machen jetzt mal die Straßen und Schienen, die ja, naja, für OpenStreetMap eigentlich namensgebend sind. Weshalb es nicht verwundert, dass es da in OSM auch schon recht viele Daten gibt, die man eben fürs 3D-Rendering benutzen kann. Fangen wir einfach an. Einfach mal eine Straße. Die Straße ist ziemlich einfach getaggt. So ein Ergebnis bekäme man schon, wenn man einfach nur einen Way hat, der als Highway Residential oder ähnliches getaggt ist. Es gibt aber auch hier schon relativ viel, was man einstellen kann mit OpenStreetMap-Daten. Zum Beispiel gibt es ja Anzahl der Spuren als Tags, Breite der Straße als Tags, Spuren pro Fahrtrichtung als Tag. Richtig interessant wird es aber natürlich nur, wenn ausreichend viel Detailtagging da ist, dass man das Ganze etwas realitätsnah umgesetzt bekommt. Beispielsweise, es gibt ja verschiedene Subtext für Straßen, die zum Beispiel das Vorhandensein von Gehsteigen anzeigen, von Radwegen, von Busbuchten und viel mehr. Das kann man auch wieder mit 3D-Rendering relativ schön in Szene setzen. Wem die Details immer noch nicht reichen, der kann dann zum Beispiel Surface-Tags verwenden für die Straße als Ganzes oder für einzelne Fahrspuren, für einzelne Gehsteigseiten oder vieles mehr. Also dem Detailgrad ist da nach oben kaum eine Grenze gesetzt. Und das Schöne für mich als Entwickler ist, dass ja, es schon für alle diese Sachen eigentlich schon dokumentierte Tags gibt. Das heißt, ich muss sie auch einfach nur
unterstützen und ja, kann dann schon mit den vorhandenen Daten, die diese Tags nutzen, arbeiten. Zu einer Straße gehören natürlich bei so Fahrspurrendering auch immer Spurbegrenzungsmarkierungen. Hier diese durchgezogene Linie existiert momentan, weiß nicht, ob man leider sagen soll, in OSM nicht so direkte Informationen, dass diese Straße eine durchgezogene Linie hat, aber man kann es erraten, weil es gibt Tags wie zum Beispiel Regeln zu Überholverboten oder Tags, die einem sagen, von welcher Spur kann man auf welche andere Spur wechseln, das ist dann Change Lanes. Daraus kann man zwar nicht hundertprozentig ein 1-zu-1-Matching zwischen diesen Tags und den Arten der Linien herstellen, wenn man zum Beispiel nicht einfache von doppelt durchgezogenen Linien unterscheiden kann, aber man kommt schon ziemlich nah dran. Jo. Natürlich gibt es auch noch viele andere Sachen. Ich kratze jetzt eh nur ein bisschen an der Oberfläche von dem, was es in OSM gibt, aber zum Beispiel bei Straßen gibt es ja noch Überwege, verschiedene Sorten von Überwegen, ja, ob es jetzt eine Ampel gibt, ob es eine Hüpfinsel in der Mitte gibt, ob es markierte Überwege sind oder nicht, ob der Bordstein an der Stelle abgesenkt ist oder nicht. Ja, letztlich ist der Detailgrad nach oben ziemlich weit offen. Recht etabliert ist ja inzwischen auch schon die Praxis mit Turnlanes anzugeben, in welche Richtung man auf welchen Spuren abbiegen kann. Und auch das lässt sich eigentlich sehr schön intuitiv in so einem realitätsnahen 3D-Rendering eben durch die Virtualisierung entsprechender Markierungen auf der Straßenoberfläche anzeigen. So, zu einer richtigen Straße gehört natürlich auch ein richtiger Schilderwald. Und da gibt es in OSM die Möglichkeit, sogar einzelne Schilder einzutragen mit dem Traffic Sign-Schlüssel. Das ist noch für mich ein bisschen so eine offene Frage, inwieweit ich außer den explizit physisch eingetragenen Schildern auch Schilder aus zum Beispiel Max-Speed-Tags oder Ähnlichem herleiten soll. Hätte den Vorteil, dass man gleich viel mehr Daten hat. Hätte natürlich den Nachteil, dass man ja, unter Umständen Schilder doppelt hat, wenn sie zusätzlich noch als Traffic Sign Node eingetragen sind. Ja, darüber würde ich gerne auch mal mit Leuten diskutieren. Es gibt ja bei diesem Traffic Sign Tag Schema auch relativ viele Detailmöglichkeiten, zum Beispiel, dass man eben Zusatzschilder noch mit anbringen kann. Das kann OSM2World auch. Und damit kommt man auch schon richtig schön an so einen deutschen Schilderwald ran. Gut, kurzer Abstecher in die Welt der Schienen. Da gibt es noch relativ viel zu tun. Aber auch hier gäbe es natürlich schon viele Tags, die man auswerten könnte und teils auch tut. OSM2World kann bisher nur das Vorhandensein der Schiene und ja, das Gosh-Tag. Aber jo, auch hier gäbe es viel zu tun für schönes 3D-Rendering. Nach dem kurzen Abstecher zu den Schienen will ich jetzt noch mal kurz zu den Straßen zurückkommen, denn da gibt es ja eigentlich schon seit längerem immer so dieses Zukunftsszenario, wann fangen wir endlich an, die Straßen als Flächen zu mappen. Für 3D-Rendering wäre das natürlich ziemlich cool, weil man damit natürlich noch mehr Details unterbringen kann. Und konkret für 3D-Rendering hätte natürlich auch den Vorteil, dass man bei einer flächig gemappten Straße einen lückenlosen Anschluss an Nachbarflächen hat. Das heißt, wenn man ein 3D Rendering von einer Straße zeigt, will man ja nicht, dass die Straße eine Lücke zwischen dem angrenzenden Gebäude und dem Rand der Straße hat, wenn diese in der Realität nicht vorhanden ist. Man will auch nicht, dass die Straße und das Gebäude sich überlappen. Und so genau kriegt man das eigentlich mit nur einem Way und einer breiten Angabe nie hin. Das heißt, für 3D-Rendering wäre es eine schöne Art und Weise, die Qualität des Renderings zu erhöhen. Jo. Es ist natürlich beim 3D-Rendering nicht ganz so einfach wie im 2D-Rendering so Straßenflächen auszuwerten. Beim 2D-Rendering reicht es gemeinhin, wenn man die Straßenfläche einfach in der gleichen Farbe rendert wie ja, die Mittellinie und den Rand noch entsprechend vielleicht in einer anderen Farbe als Casing hervorhebt. Im 3D-Rendering will man aber ja, so wie vorhin gesehen, zum Beispiel Spuren anzeigen. Und dafür muss ich wissen, ja, wo in dieser Fläche verläuft jetzt meine Straße? Also gehen die Spuren in die Richtung, gehen die Spuren in diese Richtung? Und wenn man sich das genauer anschaut, ist das Problem gar nicht so einfach zu lösen. Ich habe mir das trotzdem mal angenommen.
Ich habe inzwischen auch einen funktionierenden Prototyp, der eigentlich bis zur PostGIS soweit sein sollte, dass ich hier ein paar schöne Screenshots habe. Das hat nicht ganz gereicht. Ich werde aber trotzdem ein bisschen die Algorithmik darstellen, die ich jetzt verwende. Auch weil es meines Wissens bis jetzt noch niemand anderes gemacht hat und ich da immer an Erfahrungsaustausch interessiert bin. Gut, was ich für das 3D-Rendering von Straßenflächen brauche, ist letztlich eine Reihe von Stellen, an denen ich den Straßenquerschnitt antragen kann. Weil die Tags verraten mir im Grunde, wie der Straßenquerschnitt aussieht. Ich weiß, hier sind so und so viele Spuren, die Spuren haben diese und jene Oberfläche, da gibt es noch Gehsteige und so weiter. Und das ist alles ja im Grunde quer zur Straße. Das heißt, ich muss herausfinden, an welchen Stellen der Straßenfläche denn eigentlich diese Straßenquerschnitte anzutragen sind. Die erste Idee, die ich dabei hatte, ist eigentlich relativ simpel. Ich nehme einfach quasi die Winkelhalbierenden an den Knoten des Ways, der in der Mitte der Straße liegt. Der Way ist ja eh schon der Anhaltspunkt, wo die Straße entlang geht. Und auf diese Weise habe ich dann einfach in regelmäßigen Abständen Straßenquerschnitte. Einfach ist es ja eh hier am Anfang nochmal, um zurückzugehen. Der Anfangs- und Endkante ergeben sich einfach aus dem Berührpunkt des mittleren, also des eigentlichen Straßenways mit der Straßenfläche. In so einem einfachen Beispiel wie diesem funktioniert das auch gut. Das heißt, dieses Beispiel könnte man schon mit diesem recht primitiven Verfahren gerendert bekommen. Es funktioniert dann nicht mehr, wenn man solche Situationen hat, in denen sich diese Querschnitte nach diesem Verfahren überschneiden würden. Das ist immer in Kurven relativ schnell der Fall. Das heißt, das Verfahren funktioniert nicht im allgemeinen Fall. Deshalb ist die Lösung, bei der ich jetzt gelandet bin, dass ich zunächst mal das eben beschriebene Verfahren mache und an den Stellen, an denen das Verfahren nicht funktioniert, also insbesondere in starken Kurven und so, würde ich entlang der Lauflänge der beiden Begrenzungslinien einfach relativ interpolieren. Das heißt, nach 10% der rechten Linie verbinde ich es mit der Stelle, die 10% entlang der Länge der linken Linie geht. Das Verfahren als für sich genommen würde natürlich auch nicht verallgemeinerbar sein, weil man zum Beispiel in einer Kurve ja eine deutlich geringere Lauflänge auf der inneren als auf der äußeren Seite hat. Aber wenn man vorher die Straßenfläche in relativ kurze Stücke mit Hilfe der anderen Methode unterteilt hat, funktioniert das in meinen prototypischen Erprobungen eigentlich ziemlich gut, weshalb ich da recht optimistisch bin, dass es da demnächst eine Unterstützung im OSM2World Master Branch geben wird. Gut, Straßenschienen sind natürlich auch eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch viele andere Sachen, die man auch in 3D rendern kann, jenseits des klassischen Gebäudemodells. Zum Beispiel, Straßenmöbel bieten ein weites Betätigungsfeld, da gibt es ja alles Mögliche. OSM2World rendert ja zum Beispiel Parkbänke oder Telefonzellen oder Briefkästen und was es sonst noch alles gibt. Zum Beispiel rendert es auch Werbetafeln, Litfaßsäulen und Ähnliches. Und das will ich einfach nur als nur ein Beispiel herausgreifen, um zu zeigen, dass es auch hier in OSM schon erstaunlich viele Details gibt. Zum Beispiel gibt es bei Werbetafeln oft die Angabe, wie breit ist sie, wie hoch ist sie auf beiden Seiten beklebt oder nur auf einer. Auch hier gibt es wieder das Direction Tag für die Richtung, in die die Werbetafel schaut. Das heißt, man kann sich da ziemlich austoben, wenn es um 3D-Rendering geht und muss dabei nicht mal neue Tags erfinden, sondern das gibt es alles schon. Natürlich hier beispielsweise noch ein Beispiel, Bicycle Parking, da gibt es auch ziemlich viele Subtags, wusste ich vorher gar nicht so genau, aber als ich es mir angeschaut habe, es gibt zum Beispiel hier diese Stands und viele andere Typen auch noch. Hier ist ein bisschen ein offenes Problem, dass ich ein bisschen raten muss, wo stehen die eigentlich, weil diese Amenity Bicycle Parking Einträge sind normalerweise entweder Punkte oder Flächen, aber was ich brauche, ist ja eigentlich eher, zum Beispiel mehrere Ways wären ganz praktisch. Momentan tue ich es halt einfach versuchen zu erraten und so eine Linie reinzulegen. Da könnte man sich auch noch diskutieren, ist das irgendwas, was außer mir jemanden interessiert? Könnte man das eintragen oder ist das eh schon alles komplett verrückt hier? Jo, ein Feature, das es inzwischen in OSM2World auch gibt, wo die 2D-Karten deutlich eher dran waren, sind Markierungen für Schwarzplätze.
ist ja zum Beispiel inzwischen auch im deutschen Stil angekommen, dass es diese Markierungen gibt. Die Herausforderung war eigentlich einfach nur, man muss in eine theoretisch beliebig geformte Fläche ein Rechteck für die Markierungslinien einlegen und dann die entsprechende Textur anbringen. Zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert das schon sehr gut für die Sportarten, für die ich es unterstützt habe. Das sind momentan Dinge wie Fußballplätze, Tennisplätze. Ich habe auch Rendering für Golfplätze eingebaut. Wer Sportarten vermisst, darf sich gerne zum Beispiel durch das Einbringen entsprechender Texturen an der weiteren Entwicklung beteiligen. Da wir hier natürlich im 3D unterwegs sind, können wir ein bisschen über das hinausgehen, was in 2D möglich wäre. Das heißt, wir können nicht nur Linien malen, sondern wir können eben zum Beispiel hier auch ein paar Netze auf die Tennisplätze stellen. Jo. Noch so ein Beispiel, Wasserrutschen. Das sind so ein kleines Detail, aber man denkt gar nicht, wie viele Leute sich in OpenStreetMap austoben und zum Beispiel den Verlauf von irgendwelchen Wasserrutschen in ihrem lokalen Schwimmbad einzeichnen. Das will man natürlich auch entsprechend in der 3D-Ansicht würdigen und ja, ist inzwischen eingebaut. Dann gibt es noch Barrieren, zum Beispiel ja, diese Betonschutzwälle oder normale Leitplanken. Ich habe jetzt diese Beispiele nicht ganz zufällig rausgegriffen, sondern will noch mal kurz auf eine Gemeinsamkeit eingehen, die sich bei der Implementierung als ziemlich nützlich herausgestellt hat. Man kann erstaunlich viele 3D-Modelle auf 2D-Formen zurückführen, die entlang eines Pfades extrudiert werden. Extrudiert heißt, ich nehme so einen Querschnitt dieses 3D-Modells, zum Beispiel links die Leitplanke, in der Mitte die Wasserrutsche, rechts diese Betonschutzwelle und ziehe sie einfach entlang eines Pfades, um eine 3D-Form zu erhalten. Das kann man für echt viele Sachen benutzen, zum Beispiel ja, die Wasserrutsche. In dem Fall ist der Pfad 3D und es werden noch ein paar Stützpfeile eingezeichnet, aber letztlich ist das nichts anderes als eine Halbkreisform, die entlang dieses Pfades extrudiert ist. In dem Fall sind ab und zu noch Lücken in der Extrusion drin und in diesem Fall gibt es natürlich noch die Pfeile, an denen die Leitplanke befestigt ist, aber letztlich ist das alles eigentlich ein ziemlich einfaches Verfahren, um solche 3D-Modelle zu generieren. Auch das ist eine Extrusion eines einfachen Pfades und einer Form. Das ist eigentlich ein etwas abgeflachter Halbkreis, der eben entlang dieser diagonalen Pfade extrudiert wird, um diesen Jägerzaun relativ ansehnlich darzustellen, mit relativ geringem Aufwand für die Implementierung. Auch das ist Extrusion, dieses Geländer hier. Da sind natürlich ein paar mehr Pfade beteiligt, aber letztlich ist das alles, wie auch dieser Maschendrahtzaun, das gleiche Grundprinzip für die Implementierung von solchen 3D-Modellen. Ja, Mauern gibt es auch noch verschiedene Subtypen, zum Beispiel diese Gevian-Mauer oder wie hier auch wieder viele weitere Details, die man in OpenStreetMap schon teilweise an so einer einfachen Ziegelmauer finden kann. Gut, noch ein paar letzte Beispiele. Stromtrassen oder wie hier Fahnenstangen mit entsprechenden Fahnen. Ich habe noch keinen Tag gefunden, mit dem man eintragen kann, dass zum Beispiel eine Vosges-Fahne an einem Fahnenmast angebracht ist, aber das ist doch sicher nur noch eine Frage der Zeit. Jo, das war jetzt natürlich alles nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt viel mehr, was es teils schon in OSM World gibt oder bald hoffentlich geben wird. Deshalb möchte ich eigentlich alle noch ein bisschen dazu aufrufen, OSM2World kann besser werden, wenn mehr Leute mithelfen. Natürlich gibt es da zum einen klassische Entwicklungsaufgaben, wie zum Beispiel mehr Objekte unterstützen oder die Technologie voranbringen, die hinter OSM2World steckt. Aktuell läuft zum Beispiel die Bewerbungsphase für den Google Summer of Code. Also wer zum Beispiel noch studiert und gerne ein Sommerprojekt hätte, was er bei Google Summer of Code einbringen kann. OSM2World hat schon verschiedentlich Projekte als Mentor begleitet. Natürlich ist aber auch die Hilfe von Nicht-Entwicklern gefragt. Zum Beispiel Leute, die sich gut mit einem bestimmten Thema auskennen. Ich habe jetzt keine Ahnung von Signalen von Eisenbahnanlagen oder von wie die Verkehrszeichen in anderen Ländern aussehen. Das heißt, wer sich da auskennt, vielleicht auch ein bisschen eine Ahnung hat, wie das in OSM getaggt wird, da bin ich immer für Input offen. 3D-Modelle, Texturen sind auch willkommen. Momentan ist das alles teils schon noch ein bisschen Programmierergrafik. Ich bin jetzt nicht der beste Designer und ja, meine Texturen sehen entsprechend optimierungsbedürftig aus.
Ja, und natürlich auch sowas wie Installieren vereinfachen, Dokumentation schreiben, ist immer willkommen. Und ja, das Wichtigste am Schluss, das alles wäre natürlich nicht möglich, wenn nicht schon die Daten gäbe, die man überhaupt 3D rendern kann. Das heißt, ich freue mich immer, wenn Leute mehr Details mappen und neue Tagging-Schemata ausprobieren, damit ich mehr Sachen habe, die ich in meinem 3D-Render anzeigen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias. Ich bin immer wieder überrascht, was für Ideen du für das 3D-Rendering irgendwo ausgräbst. Fantastisch. So, Fragen dazu? Ja, und zwar das leidige Thema der Unterstützung oder der Verbreitung von spezielleren Tags. Ich vermute mal, in Deutschland sieht es relativ gut aus, weil ich habe so das Gefühl, da sind sehr viele detailverliebte Mapper. Kannst du das ein bisschen eingrenzen oder erweitern? Also in welchen Ländern ist viel los? Findet man viele Details? In wo findet man wenig? Also gerade bei so Details, die für 3D-Rendering interessant sind, gibt es meistens so sogar nur einzelne Städte und so, die so richtige Leuchttürme sind, wo halt wirklich jemand unglaublich viel Zeit reinsteckt, um halt wirklich jedes Detail zu modellieren bis zum Manhole Equals irgendwas. Das Ganze, würde ich mal sagen, ich benutze immer ganz gern Beispiele natürlich aus Deutschland. In Russland gibt es auch recht viele aktive 3D-Mapper. Aber ich denke mal, letztlich findet man überall auf der Welt so diese kleinen, von Hand liebevoll gepflegten Ortschaften, in denen es viel zu entdecken gibt. Okay, weitere Fragen? Dann habe ich noch eine. Das Rendern der Richtungspfeile. Hast du da inzwischen schon im Zuge dessen dran weitergearbeitet, dass man das wirklich deutlich sehen kann, was man tatsächlich eben gemappt hat bei den Richtungspfeilen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Ja, du hast ja eine Richtungspfeile. Hm? Also prinzipiell ist das alles jetzt schon sichtbar. Das heißt, wenn dieses Turnlane-Tagging vorhanden ist, wird es auch entsprechend gerendert. Wenn da noch Feature-Wünsche vorhanden sind, gerne auf mich zukommen. Ich bin immer offen für neue Ideen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann nochmal einen Applaus für Tobias. Dankeschön.